Alter, wieder fette Schuss-Action hier in Little Havana. Wir machen uns mal auf, weil wir brauchen eine neue Karre. Wir haben ja die Mission in der letzten Folge ein bisschen verkackt, weil wir ja nicht zugehört haben, weil wir es nicht können. Wie auch immer. Ich brauche ein Auto. Ah, jetzt verpiss dich. Mann, hör auf zu nerven. Ich bleib stehen jetzt. Mann, nimm deine Scheißkarre da weg. So, weiter. So, wir müssen es also nochmal machen, die ganze Nummer. So, setze die Kubaner ab. Am Ort des Kampfs. Das, was wir in der letzten Folge ja probiert haben und versucht haben und was auch immer. Naja, kriegen wir das nochmal. Nehmen wir nicht die Vorfahrt, du Trottel. Ich habe immer Vorrang. Ich bin Tommy fucking Vercetti. Mal sehen. Ich muss mal da durch. Oh, gut, 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 gut. Gut, in der letzten Folge haben wir ja das Bootrennen, der Boots, dieses Tibutzers, Checkout, was auch immer gemacht. Das Verdingnis war tatsächlich auf der allerletzten Sekunde und wirklich auf die letzte Sekunde gemacht haben. So, moin, sehen, wir sind wieder da. Warte mal, ich brauche die andere Waffe. So, jetzt ist es einfacher für mich. So. Jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen Luft. So, jetzt kommt ein scheiß Scharfschütze. Den müssen wir jetzt auch noch ausschalten. Also das, was wir alle schon gemacht haben. Und diesmal bitte dran denken, das Auto, was wir da nehmen müssen. Das brauchen wir nämlich. Kann man den Dialog? Nee, kann man nicht. Ich dachte, man könnte den Dialog wegdrücken. Scheinbar nicht. Schade. Ach, ernsthaft? Ja, ist ja gut. Den kriegen wir schon hin auf den Dings. Ein, zwei Schläge, dann gibt's auf die Fresse. So, jetzt sind hier hinter noch zwei, oder? Nee. Was macht ihr zwei Clowns eigentlich da? Dass du gerade... So, unten steht sogar noch groß. Tommy! Ich muss vor allem jetzt erstmal hier wenden. Nein, verpiss dich mit dem scheiß Krankenwagen! Verpiss dich, jetzt lass mich in Ruhe. Und jetzt kommt die Scheißkopf doch dazu. Fickt euch doch alle. Weißt du, da ist eine fette Schießerei und erstmal, ich komme im Krankenwagen da rein. Geh mir nicht auf. Eier. Ah, ja. Haben wir nicht irgendwo einen. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen. Zwei Sterne. Ach, Kopf! Ihr seid lästiger als sonst was, ey. Entlister. Spaß. Ach ja, komm da. Verpiss dich jetzt endlich mal. Scheiße, Alter. So, jetzt hoffe ich, dass ich die Karre abliefern kann. So sind mich nicht selber schuld. Oh, bitte, lass mich jetzt. Lass jetzt nicht sagen, heißt die Kumpel. Oh, das hat gereicht. Cool, wir haben es.
Jawohl, nächste schon Mission. Diese Schlacht. Alberto, ohne Café, Senor. Ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. You're either two-faced or you're a whip, baby boy. They're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. Tschüss, der Kopf geht auch mal fliegt. This is business. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Begib dich zu Rico, der fährt dich zum Treffpunkt. Ja. Ernsthaft? Wollt ihr mich flachsen jetzt? Na gut. Du steigst mal aus. Uschi, du kannst zu Fuß rennen. Tut dir auch nicht schlecht. Und weiter. Ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Würde ich mal spontan behaupten. Ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Das ist auch so ein Nervding. Das dürfte es aber allerdings auch sein, weil ich würde fast wetten. Ja, ist er auch. Es ist auch. Oder? Ist er das nicht? Hallo? Das müssen wir jetzt machen. Das, oh, geh mal. So, müssen wir jetzt irgendwas verschießen, ne? Wahrscheinlich. Oh, ich. Soll ich ihn nicht töten? Alberto. Ja, jetzt können wir doch wegdrücken in den Dialog. Jetzt bin ich aber jetzt nochmal zum Rico. Und ich habe wieder keine Karre. Ja, nerv ich nicht. Du kannst direkt bei hier bleiben mit deinem Auto. Müssen wir die töten, die Typen, die da standen? Weil wenn du da so nah vorbeifährst, kann ich nichts tun. Ich glaube, das wäre so eine Einladung, ihn einfach kurz vor dem Ding zu hauen. Ja. Ich würde mich auch genau daneben stellen. Okay, darf ich nicht. So, weiter. Ach, Gott sei Dank. Die Typen auf dem Steg haben mich ja null interessiert. Soll ich das ganze Ding jetzt... Soll ich das ganze Ding jetzt mit... Aua! Ja, kann ich auch machen. Mit 17 Lebenspunkten kann man da mal ohne Probleme. Warum auch, ey? Alberto, ohne Café, Senor.
Mit 17 Lebenspunkten, mal eben ganz kurz so ein Dings wegzuballern, da kann ich nicht. Verschwinde jetzt, geh mir nicht auf den Senkel. So, ich nehme deine Voll. Ist mir scheißegal. Alter. So, warte mal. Haben wir hier nicht irgendwie hier eine Möglichkeit, sich mal noch schnell. Nein, kann ich natürlich nicht. Da unten erst. Vor allem, ich darf nicht mal die Panzerfaust nutzen. Ich würde auch, wie gesagt, noch näher dran fahren. Das macht am meisten Sinn. Macht total Sinn, auch jetzt wie gesagt mit Level 5. Ja, wie gesagt, das macht total Sinn. Ey, ich krieg einen Schuss, ach, bumm, war das tot? War ich tot? Ich kann doch nicht mal was machen, ich kann doch nicht mal wegrennen oder so. Weil in die Karre steht hier die ganze Zeit. Ich hätte mal gerne eine Schutzweste oder so, das wäre total toll. Muss ich jetzt echt wieder cheaten? Ja, warte mal, wir wollen der Cheat für dich als Schutzweste. Ist das irgendwie möglich? Ich krieg grad die Motten. GDA weiß. So, die einfach was so. So. Alles klar. Ich musste mir nur gerade mal allerdings, sonst habe ich keine Chance, irgendwas zu machen. So, ich brauche ein Auto. Oh, ihr geht mir auf den Sack. Geh mir. Verschwinde jetzt. Weil, wie gesagt, du verstehst nicht, aber ich versuch's jetzt auch nochmal, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Anders geht's nicht. Weil du bist instant tot eigentlich mehr oder weniger. Du kannst sie versuchen wegzuballern, ja, schön, aber Idiot, ne. So, gucken wir mal gerade kurz. Oh, oh. Okay, damit haben wir die Frage beantwortet. Kann Mike gerne ja schwimmen? Nein. Was mache ich denn für eine Scheiße gerade? Nicht Michael übrigens, sondern Tommy. Dong. Ja. Schön. GTA-Phänomen.
Suchst du ein Auto? Findest du kein Auto? Warum auch? Tschüss. So, einmal probieren wir. Nee, warte mal. Hast du jetzt falsch gemacht? Entschied? Warte mal. Ach, L1X, okay. So. Ja, gut. Einmal, wie gesagt, probieren wir es doch und dann müssen wir es erst in der nächsten Folge probieren, weil wir es jetzt schon wieder ein paar Mal gemacht haben. Wir haben ja in der ersten Folge die komische Mission da auch mit dem Dings gemacht. Und wenn wir das heute jetzt verkacken, kümmern wir uns erstmal um. Was hat die? Um das V. Den Typ habe ich doch gekillt, das ist das Problem. Aber wie gesagt, die kann nichts machen, wenn so schnell. Ich bin so schnell tot. Weil der halt so schnell da vorbeifährt. Tot jetzt? Ja. So, warte mal. Ich muss bald. So. Habe ich da jetzt irgendwas noch übersehen? Jetzt haben wir es. Ja. So, das war jetzt übrigens mal wertvoll. What? What? Entschuldigung? Ich wollte mich da drin verstecken, dahinter verstecken und da steht ein Affe mit einer Ark, mit der Shotgun. Die Idee hätte so gut klappen können. Nein, sie hat nicht klappen können, weil da tatsächlich der Kollege mal stand mit der Shotgun. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und brechen die Nummer jetzt einfach mal gerade hier ab. Und wir sehen uns wieder bei einer Mission. Ich muss danach wieder gesagt, wenn wir ein bisschen Waffen sind, wieder cheaten. Also habe ich die jetzt richtig alle? Ja. Mit dem 4. So. Ich hätte gerne die M4 wieder gehabt. Die war eigentlich gar nicht so schlecht. Was ist das falsch wieder? Das ist eigentlich. Ach, was ist klar. Links runter, rechts hoch. Links runter, runter, runter. Was muss ich wieder? Ja, aber hier ist die M4 mit drin. Sehr gut. Die wollte ich nämlich ganz kurz haben. So, okay. Taxi brauchen wir jetzt gerade nicht. Möchte ich jetzt gerade nicht. Wir werden es in der nächsten Folge um die V-Mission kümmern. Die können wir sogar rüberlaufen. Brauchen wir gar nicht mit dem Taxi zu fahren. Ja, doch, ist doch ein bisschen weit, dass ich mich auf der anderen Seite. Aber ist egal, nicht schlimm. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, jedenfalls auf jeden Fall. Und da freue ich mich drauf, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play GTA Vice City.